Hallo meine Lieben, heute bin ich mal hinter der Kamera und vor uns seht ihr unseren Chameleo 2 von Bugaboo. Ja, heute geht es darum, wie könnt ihr euer Reborn Baby im Kinderwagen echt aussehen lassen. Das werde ich ja ganz, ganz oft gefragt, wie ihr, ja, ich das so mache oder ja, ich wollte euch einfach ein paar Tipps geben und ich habe jetzt ein paar Sachen rausgelegt, die man dafür ganz gut benutzen kann und ich würde sagen, wir probieren es einfach mal mit Mel und danach mit Jaden. Das heißt, dass wir einmal offene und einmal zu Augen haben und wir wünschen euch ganz, ganz viel Spaß beim Zusehen. So, mein Lieben, also zuerst, wir haben im Moment hier ein Fußzeug drin, das finde ich super für den Winter. Das ist auf jeden Fall schon mal ein richtig guter Tipp. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel die Mel einmal reinlege, so, dann decken wir sie zu. So, und jetzt sieht man schon mal erstmal gar nichts mehr. Und natürlich sieht sie einfach auch total echt aus jetzt im Wagen. So, also ich finde, sieht extrem echt aus in dem Wagen, einfach weil so ein Fußzeug schon echt was hermacht. Und im Winter finde ich das auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Trick. Also, im Sommer ist es so, dass ich immer ein Spucktuch unter, also auf die Matratze drauflege. So, ich finde, das Ganze sieht einfach aus wie einfach so, ja, ein Babywagen. Und mehr mache ich im Sommer auch eigentlich gar nicht. Dann kommt das Baby rein. So, und wenn man jetzt zum Beispiel nicht so eine Decke hat hier, so wie ich jetzt am Bugaboo, die man ja einfach so zumachen kann. Ja, dann könnte man eine ganz normale Decke nehmen. Und zwar, ja, eine ganz normale Wolldecke. Wir haben jetzt hier Mels in Rosa. Und ich tue die sowieso immer drunter. Also ich decke die Babys sowieso im Sommer immer damit zu. Ich finde, es sieht einfach schöner aus. Und ganz so warm ist es dann immer doch nicht, weil die Babys frieren natürlich auch ein bisschen mehr als wir. So, dann decke ich das Baby immer so ein bisschen zu. Einfach so bis zur Brust hin. Und sieht das Ganze auch schon extrem echt aus, finde ich. Dann kommen wir natürlich zu den Schnullern. Ja, da könnt ihr zum Beispiel jetzt einen Magnetschnuller nehmen, wie Mel ihn braucht. So, damit eine schöne Schnullerkette sieht auch richtig, richtig süß aus. Und wenn ihr zum Beispiel noch etwas anderes mögt, dann könnt ihr zum Beispiel einen Schnuller nehmen, der noch nicht abgeschnitten wurde. So ein hier. Und ihn einfach so in die Fallrichtung legen, wie euer Baby den zum Beispiel ausspucken würde. Also hier ist jetzt Mels Mund und dann lässt ihr den zum Beispiel hier so hinfallen. Und dann liegt er da einfach. Und das finde ich auch eine sehr gute Möglichkeit, weil es halt auch extrem echt aussieht. Ja, meine Lieben, wenn ihr zum Beispiel Babys habt, die keine schönen Hände haben. Bei Mel ist es nicht so. Mel hat sehr realistische Hände, aber dann könnt ihr ganz normal Fäustlinge nehmen. Da haben auch wir hier welche in Rosa da und die könnt ihr dann einfach über die Hände rüber machen, weil das ist halt auch normal bei den Babys in dem Alter. So, und dann könnt ihr zum Beispiel noch ein normales Spucktuch nehmen und das einfach so hier an euer Baby legen und das damit so ein bisschen verstecken. So eventuell, ja, weil sieht dann auch einfach normal aus, weil Babys haben öfters einfach so Schnuffeltücher und die Eltern geben das denen einfach öfters so.
Und so würde ich jetzt auch rausgehen mit Mel. Ich decke das natürlich hier noch meistens zu. Wenn es wirklich richtig warm ist, dann habe ich das hier auch auf. Das ist für mich auch überhaupt kein Problem. Ja, und so würde ich dann mit der Mel rausgehen. Versuche ich das noch ein bisschen. So sieht das Ganze denn aus. Ich finde, es wirkt schon echt total echt. Und ja. Und das Ganze klappt natürlich auch mit Jaden. Das ist einfach nicht viel anders. Wir legen ihn auch so rein. Bei ihm ist es meistens so, ich drehe den Kopf immer so ein bisschen zur Seite. Oder halt in die Richtung, in der das Spielzeug hängt. Wenn hier oben jetzt ein Spielzeug ist, dann drehe ich seinen Kopf in die Richtung, sodass es aussieht, als wenn er da hingucken würde. Ja, seine Hände sind immer oben. Ich finde das ganz süß. Und dann, tut mir leid, dass jetzt alles rosa ist, aber ich lasse das jetzt einfach mal so von der süßen Mel. Dann kriegt auch er eine ganz normale Decke und auch Fäustlinge. Benutze ich bei ihm sehr, sehr selten, aber kann man ja auch machen. Dann bekommt er Fäustlinge an. Und was ich auch ganz, ganz süß finde, wenn die Babys zum Beispiel ihre Hände so im Gesicht haben, so manchmal, das sieht auch, finde ich, sehr, sehr realistisch aus. So, und auch er bekommt meistens ein Schnuffeltuch so ein bisschen. Und manchmal wickele ich das auch bei ihm so in die Hand mit ein, dass er das einfach so ein bisschen vorne hat. Und dann bekommt Jaden immer seinen Schnuller, weil er sieht einfach ohne Schnuller nicht so süß aus. Ja, und so finde ich, sieht das Ganze schon ein bisschen realistischer aus. Klar, ihr müsst euch das Rosa jetzt alles in Blau vorstellen. Ja, aber so würde ich tatsächlich mit ihm rausgehen. Auch hier könnte man die Decke jetzt wieder zumachen hier. Aber das finde ich gar nicht so wichtig. Und ja, das zum Beispiel könnte man alles machen. Natürlich könnt ihr auch noch eine Mütze aufsetzen. Und bei Babys mit offenen Augen gibt es auch noch einen anderen Trick. Und zwar könnt ihr zum Beispiel so einen Sommerhut nehmen mit so einem kleinen Käppi vorne dran. Das könnt ihr dem Baby aufsetzen. Und damit so ein bisschen die Augen verstecken. So als würde das Baby trotzdem schlafen, obwohl es halt offene Augen hat. Das ist meist auch ein ganz guter Trick. So sieht es dann aus. Und es würde dann einfach fast schlafen, obwohl es nicht schläft. Also es ist auch ein beliebter Trick, finde ich. Mache ich aber jetzt bei Jaden nicht, weil ich liebe einfach, dass er offene Augen hat. Ja, meine Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich konnte euch vielleicht ein bisschen helfen. Wenn ja, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare. Und wenn ihr meint, ja, da fehlen noch ein paar Tipps oder ich hätte gerne noch mehr, schreibt mir das auch gerne in die Kommentare. Ich mache gerne nochmal so ein Video für euch. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt, wenn es euch gefallen hat. Und dann würden wir sagen, bis zum nächsten Mal.